Willkommen! Da bin ich auch mal wieder. Bin auch wieder da. Ich mache heute mal so ein kleines Ausnahmevideo. Weil ich war ja jetzt schon einige Zeit nicht mehr. Ist nicht in der Lage. Ich bin momentan halt in so einer kleinen Pause, wo ich mich ein bisschen mehr aufs eigene Spiel konzentriere, was ich halt noch so in der Bibliothek habe. Und zusätzlich. Mal hier wird's gerade laut. Moment. Okay, also die Optionen sind auch noch ziemlich laut. So. Okay, jetzt sollte es eigentlich halbwegs passen. Ja, ich spiele momentan selber sehr viel eigenes Zeug. Deswegen ist auch die letzte 4, 5 Monate, also das letzte halbe Jahr kann man schon sagen, nichts mehr auf dem Kanal erschienen. Weil ich einfach bloß gerade momentan ein bisschen Spaß haben möchte bei meinem eigenen Spiel. Und es wird auf jeden Fall wieder weitergehen, was Octopath Traveler angeht, sowie Final Fantasy XIV. Aber das wird später alles passieren. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch wird. Ich denke mal, vielleicht werde ich es dieses Jahr noch durchziehen. Vor allem allein schon, weil ja jetzt im Juni am 6.6. ja Diablo 4 erscheint und da möchte ich halt auch wieder ein bisschen was machen wollen. Also es gibt eigentlich genug zu tun. So ist nicht. Heute aber habe ich hier ein kleines hübsches Spiel dabei. Es nennt sich King's Blood. Ein Auto-Chess-RPG. Auto-Chess kennt eigentlich jeder aus Dota 2 zum Beispiel, das Auto-Chess. Oder halt auch Teamfight Tactics von den LOL-Machern. Aber King's Blood ist ein bisschen anders. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, es ist eine Mischung aus Darkest Dungeon. Kennt eigentlich auch fast jeder. Und halt, ja, wie den ganz normalen Auto-Chess. Wobei ich hier, ich hatte schon mal ein paar Minuten gespielt. Es hat mir jetzt schon sehr gut gefallen. Muss ich dazu sagen. Und ansonsten werden wir gleich selber das mal gucken. Ich werde auch nochmal ein neues Spiel starten, um euch das so ein bisschen zu zeigen. Ich habe ein Steam Key erhalten von den Entwicklern, was ich super cool fand, weil ich bin ja auch nicht gerade der Größte auf YouTube. Bin eigentlich ja eher so ein kleiner Wicht. Aber ich fand das interessant, dass die Entwickler mich angeschrieben haben, mir einen Steam Key zur Verfügung gestellt haben. Das Spiel kommt, also King's Blood, was ihr jetzt hier seht, kommt erst zweites Quartal dieses Jahr raus. Aber wann das jetzt natürlich sein wird, das kann ja voll Mai, Juni kann das sein. Weiß man noch nicht. Steht halt da bloß zweites Quartal bei Steam. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr nette Geste von den Entwicklern, dass sie mich angeschrieben haben, dass ich hier einfach mal spielen kann. Und natürlich stand auch drin, ob das was für meine Zuschauer wäre. Deswegen werde ich natürlich jetzt hier ein kleines Video darüber drehen. Der netten Entwickler ist ein deutsches Indie-Entwicklerteam. Von maximal 3 Leuten. Wahnsinn, was man mit 3 Leuten alles machen kann. Das Entwicklerteam nennt sich Icy Forge UG. Liegt, habe ich mal ein bisschen gegoogelt, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, in der Nähe von München. Mehr sage ich nicht. Ich weiß ganz genau, wo, in welchem Ort, aber ich sage bloß in der Nähe von München. Mehr nicht. Man kann es natürlich selber googeln, aber weiß nun nicht, weil es gibt ja viel mit Datenschutz und so ein Müll teilweise, nicht wenn ich hier gegen irgendwelche Bestimmungen verstoße, dass das Entwicklerteam hier nicht möchte. Tut mir dann natürlich leid. Ansonsten werden wir jetzt gleich mal hier reingucken in das neue Spiel. Also wie gesagt, es ist wirklich eine Mischung aus Darkest Dungeon und Auto Chess. Nur der Darkest Dungeon Teil ist jetzt in den ersten paar Minuten, was ich natürlich gespielt hatte, nicht so extrem, wie es in Darkest Dungeon natürlich dargestellt wird. Hier ist es ein wenig lockerer.
Dieses Spiel kann man sehr schön zum Feierabend spielen, wenn man nach Hause kommt, oder halt sich einfach generell mal ein bisschen ruhige Spiel anschauen möchte. Ich fand's super. The Kingdom of Arthania was not ruled by the living, but under a firm grip of the demons from deep down the gates of hell. As slaves to their masters, all the living were cultured like cattle until their souls were ripe to be consumed. Their lifeless shells were forced into the ranks of undead armies, which spread like a plague into all corners of the world. Fortunately, things changed. The tale tells that of a child whose soul was so powerful that no demon was able to even stand in its presence was born. He was known as Moriarl, the Avatar of God. And his soul radiated so much energy that he not only became king and united the living, but broke down the shackles of slavery. After his death, his soul was stored within Grimgard, an artifact of unimaginable power which served as a barrier preventing any demons to lay a foot into the lands of Arthania ever again. It is said that only descendants of his direct bloodline can uphold the power of Grimgard. That's why the king's blood may never dry up. More than 400 years this was the case, and Grimgard had been passed from one generation to the next, until... So, wie man gemerkt hat gerade, das Spiel ist ja auf Englisch. Ich hoffe mal noch, dass es vielleicht einen deutschen Untertitel dazu geben wird. Das Spiel ist ja noch nicht fertig, aber ich würde es mir wünschen, dass es, wie gesagt, einen deutschen Untertitel bekommt, weil mein Englisch ist auch nicht gerade das Beste. Ich bin eher so, ja, komm, gehen wir mal in die Grundschulklasse 1 und lassen uns verprügeln, so mal nach dem Motto. Obwohl ich eigentlich teilweise Englisch verstehen kann, ja. Aber das Wiedergeben hakelt immer gerne mal ein bisschen bei mir. Da kommt das so ein bisschen wie rüber wie Yoda wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und ansonsten, ja, das ist halt das Einzige, was ich jetzt kurz nicht bemängeln. Das ist halt, Englisch ist halt eine Weltsprache. Da kann man halt nicht anders dazu sagen. Aber ich wünsche mir halt, das ist nach Möglichkeit vielleicht noch einen deutschen Untertitel. So wird es das Spiel wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser machen. Soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist. Ne? Also, es ist ein sehr gutes Spiel, was ich jetzt gesehen habe. Was wir zuerst brauchen, ist, um Einfluss in den größeren Städten scattered around Arthania zu gewinnen. Wir sollten mit setting up informants that will help us find work in at least two of the surrounding cities. Enough talking. Let's start the work. So. Unlocking Cities. Wir können jetzt eine Stadt für uns bestimmen, wo wir gerne hinwollen würden. Wahrscheinlich liegt das daran, dass man so eine Art Hauptstadt für sich hat. Gehe ich jetzt mal davon aus. Wir haben halt hier diese Münzen, diese Sternmünzen nenne ich es jetzt mal. Damit können wir halt eine Stadt freischalten für 100 Stück. Wir haben insgesamt 150. Und die wir freischalten können. Man sieht halt hier die Karte, die ist auch sehr, sehr groß. Wenn man hier mal nach unten noch ein bisschen geht. Also ich denke mal, hier unten ist ja der Rand. Hier drüben ist auch noch alles dunkel. Also das Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, noch sehr viel größer zu werden. Das ist das Schöne dran. So, wir gucken mal kurz hier rein. Achso, was mir noch aufgefallen ist, als ich mir diese Karte angeguckt habe, das erinnert mich so ein bisschen an Mittelerde. So von der Aufmachung her. Hier diese Küste ist, wenn man sich vielleicht mal die Karte von Mittelerde mal angeguckt hat oder gegoogelt hat, wem halt dieses Genre halt interessiert, weiß, dass so extrem viel Übereinstimmung hat. Ich finde es schön. So, jedenfalls, wir sind jetzt hier unten und können uns jetzt wahrscheinlich einer von denen, genau, eine von den beiden Städten hier. Man merkt, ich habe schon eine Zeit lang nicht mehr hier irgendwie was gequatscht zu einem Video. Ich verhasse mich schon wieder.
am Saradalor oder halt Sam Sion können wir uns freischalten momentan. Ich würde ganz gerne Sam Sion jetzt nehmen, weil ich hatte in meiner kleinen Testanspielung, die ich jetzt vor der Aufnahme hatte, Saradalor genommen. Unten ist noch so ein Turm, da ist irgend so ein Rätselfritze drin. Ich frage mich, was der mir gibt, wenn ich da mal komplett durchkomme. Ich hatte 2 Fragen richtig beantwortet, die dritte 2-mal falsch. Und danach geht das halt dann wieder irgendwie von vorne. Warte mal gucken. So. Sam Sion is not a city, but is instead a loose correlation of many halfling villages. Ah, siehst mal, Halblinge. Also, sowas wie Hobbits. A typical halfling home, a small cozy cavern that was built into the surrounding hills. Das ist ja am liebsten gar nicht erst als vorlesen. Aber ich lese es mal zumindest gerade mal für mich selber. Ist famous Master Chefs and their legendary Bard Academy. Oh! Eine Bard Academy? Hört sich interessant an. Wie viel kostet mich das? Oh, 100. Okay, also ich hatte gedacht, weil hier oben steht ja Unlock Two Cities. Halt eine hier und eine da anlocke. Das ist gar nicht der Fall. Wir müssen also eine komplett machen. Gut, was haben wir hier? Hier hatte ich noch gar nicht geguckt. Ah, hier kann man noch die Schwierigkeit des Spiels. Can manual reduce our difficulty level by one. Is the game too hard right now? Ah, wir können das sogar noch selber einstellen. Okay. Unten haben wir die Achievements. Guildhall Menü. Das ist das hier. Man kann sehen, wir bekommen schon 5 Charaktere zugesteckt. Natürlich Construction kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Muss man dann gleich mal machen. Sonst haben wir jetzt hier noch das Tutorial. So, wir gehen aber erstmal hier drauf und schalten eine Dörfchen frei. So, in der Haupthalle haben wir Quests, kann man sagen, ein Anschlagbrett. Und damit können wir Quests annehmen. Man kann sehen, es sind Random Quests, City Quests, dann gibt es natürlich noch Dungeons und innerhalb von der Stadt wahrscheinlich auch noch Dungeons. Ich hatte vorhin einen Random Dungeon gehabt, war recht nice, schwer, aber es war auf jeden Fall machbar. Es hat sogar jeder überlebt bei mir. So ist es. Oh, what new? Moment. Oh. So, da bin ich wieder. Aus einem mir unerfindlichen Grund hat sich das Spiel gerade komplett geschlossen. Das ist wahrscheinlich auch abgestürzt. So, man sieht hier mehr so, wie es mal war. So. Ja, Spiel hat sich einfach geschlossen. Keine Ahnung wieso. Wir versuchen es nochmal. Verstanden. So. Bis zu diesem Punkt waren wir jetzt und dann ist er abgestürzt. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die verschiedenen Reputationen haben wir hier zum Beispiel. Ah, hier haben wir jetzt andere Belohnungen als wir in der anderen Stadt. Okay. Gut. Dann haben wir einen Markt, wo wir einkaufen können für 2000 Gold momentan. Brauchen wir aber nicht. Wir kriegen teilweise sehr gutes Zeug, auch durch die ganzen Quests. Dann haben wir hier noch eine Taverne. Wenn wir hier ein bisschen Geld investieren in 3 Runden, kriegen wir zum Beispiel auch einen ganz guten Gegenstand investiert. So, Plundering Bandits. Wir gehen jetzt auf eine nächste Erkundungstour in Norden. Und dort haben wir jetzt dann unseren ersten Kampf. Was das natürlich interessant machen dürfte. Ah, okay. Schauen wir mal. So, hier haben wir, hier können wir unsere Synergien in diesen, also wir haben auch hier in jedem anderen Auto-Chess eine
Aber wie sagt man dazu? Eine Klassensynergie und eine Rassensynergie. Nur hier gibt es noch eine weitere Synergie, und zwar die von nicht Natur, wie sagt man dazu? Elementaren Vereinigungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das sind die hier drüben. Feuer gibt zum Beispiel mehr Attack Speed. Dann haben wir Licht, das hat die Enemies, Gegner einen Hit weniger vielleicht landen auf uns, weil sie geblendet werden. Leben haben wir natürlich Lebensentzug. Bei Erde haben wir ein bisschen mehr Blockrate und Rüstung. Bei Wasser haben wir ein erhöhtes. Was sage ich denn dazu? Ich hasse das immer, wenn das auf Englisch ist. erhöhten Fokus auf alle Gegner, so rum. So wie so ein AOE-Effekt. Und Witter, Sturm, Blitz, hast du nicht gesehen, ist klar. Tut die Stun-Rate erhöhen. So, und dann haben wir natürlich noch hier unten alles Supporter, das sind unsere Klassen. Summoner, Specialist, Shapeshifter, Mage, Fighter, Assassin und Archer. Jetzt kommen unsere Rassenkombinationen. Zwerge, Elfen, Menschen, Halblinge, Orks und Königsblut. Königsblut ist er hier. Ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer. Underblut. Zucht der Einzige. Mhm. Okay. So, und hier sieht man bei diesen Porträts, dass wir halt jetzt schon ein paar Leute haben. 6 Stück an der Zahl. Und hier bei ihm sieht man so ein grünes Häkchen, was nach oben geht. Erst hatte ich die ganze Zeit in einer anderen Stadt immer ein Häkchen, was nach unten geht, aber rot. Da habe ich mir so gedacht, ja, Haken, ja, nimmst du den da am Arsch. Das ist einfach bloß schwächer in diesem Zug. Gerne. So. Deswegen nehmen wir Elfe und den Zwerg mit. Gepaart werden wir hier jetzt aufpassen müssen, dass wir wahrscheinlich die Elementsynergie ein bisschen im Auge behalten. Da haben wir zweimal Licht, natürlich super. Und zweimal Leben wären wir. Oder was anderes? Nein. Also wir werden das so machen, dass wir zumindest zwei Synergien haben, was die Elemente angeht, weil die anderen bringen uns leider momentan nichts. Es ist halt noch sehr schwach, was jetzt hier so passiert. Muss man halt die noch mit Items ausrüsten. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Ability Power. Haben wir jemanden, der Ability benutzt? Glaube nicht, weil... Genau, Mage ist für mich Ability. Der Rest ist eher so, naja, Shifter weiß ich jetzt nicht, ob für ihn Ability wichtig ist. Ansonsten hätten wir halt höchstens noch den Support, der ein Ability-Item nutzen könnte. Aber wie gesagt, da bin ich mit. 1, 2, 3, 4, 5, doch. Ich würde sagen, hier stimmt aber was nicht. So, gucken wir ganz kurz, Fighter war er hier. Okay, dann gebe ich natürlich ihm gleich noch die Rüstung. Dann haben wir Magic Resistance, das können wir ihr geben, weil sie ist Archer. Ja, und Ability Power im Buch bringt uns jetzt gerade nicht so viel weiter. Dann werde ich ihm mal einen Heiltrank geben, genauso wie ihm. Was ist das? Strong Healing Potion. Wäre natürlich auch noch eine Option. Deals a P magical damage to all enemies in a line and blinds them. Völlig interessant. Das hatte ich vorhin nicht verwendet. Hätte ich vielleicht tun sollen. Hätte ich nicht so schnell verloren. Naja, gut. Mach mal das erstmal so. Und starten die Quest. So, also unsere Gruppe ist... ich habe immer Angst, dass das Bild hier gleich wieder abkackt. So, unsere Gruppe ist hier unten.
Wir marschieren jetzt den Weg hier nach oben, indem wir einfach bloß hier unten von Turn drücken und dann kommt schon los. Zack. My poor Tara. I wish someday you can forget the horrors of the past and gain back your speech. So, Combat Controls. Also wir können einmal den Kampf pausieren und natürlich einmal schneller oder je nachdem langsamer machen, die Geschwindigkeit. Und hier ist jetzt mal das erste Mal, sehe ich ein wenig anders als in den anderen Teilen, wo wir waren. Okay, da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Kann die also maximal bloß so hinstellen. Na gut, dann starten wir mal. Also wir können, man sieht, greifen halt jetzt an. Kann halt langsamer machen. Pausieren. Oder halt, je nachdem, noch zwei Stufen schneller machen. So, wir können Items einsetzen. Auf wen sollen wir die einsetzen? Nehmen wir mal ihn hier. So, zack, und weiter geht's. Sehr schön. Unser erster Kampf ist bestanden. Hier haben wir jetzt XP erhalten. Was uns auch Level absteigen lässt. Das ist der Damage, den die bekommen haben. Okay. Die haben auch Erfahrung erhalten. Obwohl die tot sind? Hä? Komisch. Jedenfalls, Damage dealt hat er hier am meisten gemacht, der Assassin. Danach kam der Archer und der Shapeshifter. Damage erhalten hat natürlich unser Archer am meisten. Das sollte eigentlich nicht sein. Aber was will man da machen? So Healing kann natürlich noch keiner. Und die Zeit, wer am längsten gelebt hat, hier. Natürlich können wir uns jetzt noch aussuchen, was wir hier mitnehmen. Da wir ja eine... Oh, ich habe sogar noch zwei Heilflaschen und ein bisschen Gold gefunden. Okay. Da wir ja eine Bogenschützin dabei haben, würde ich sagen, dass wir als erstes mal den Bogen mitnehmen. Und jetzt kommt ein Flashback. Help! Monsters, ja, ja, gleich geht der Wetter. Auch hier können wir wieder Autoplay drücken, pausieren, falls ihr mal schnell in die Küche müsst oder sonst irgendwelche Angelegenheiten. Ist natürlich super, dass man eigentlich da nichts verpassen kann. Stop it, you little rat. You'll scare away our prey. Come on, Aura. Be nice to your sister. So, man kann das natürlich auch alles überspringen. Einmal Kontext von... Der müsste jetzt als nächstes kommen, könnte man überspringen oder halt gleich die komplette Szene einfach skippen. I swear, I'm not lying this time. Ah! Yeah. My arm! It ripped out my arm! Yeah. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Dankster und an Baba, wo wir Dead by Daylight gespielt haben. Gegen Nemesis. Und da sind ja auch immer irgendwelche Zombies. Denkst du, dann macht er auch so eine Geräusche. Baba manchmal. What's going on here? Draw your weapons, fast! I told you! What are those creatures? Stop talking and finish this first! So! Hier kann man nochmal sehr schön sehen, Melee, Long Range, Ranged und Ambush. Ambush sind natürlich die Assassinen, das ist klar. Und hier unten in diesem schönen Bild kann man sehen, dass Pfeile auf jeweiligen Monster gerichtet sind, natürlich auch umgedreht. Und da möchte man sich dann natürlich doch ein bisschen besser einstellen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel einen Pfeil, der macht normal Damage. Und noch was anderes, warte mal. Hier.
schade. Ich habe gedacht, das sieht man vielleicht irgendwie. Aber leider nicht. Gut. Weil man hat entweder die Pfeile in grün, in grau oder halt in rot. Rot bedeutet halt weniger Damage. Dass wir auf die halt weniger Damage machen. Man sieht halt richtig, wo der Pfeil anfängt und wo er aufhört. Anders ist das halt bei den Grauen, da macht man halt mal viel Damage. Bei Grünen halt, ja, ist klar, macht man viel mehr Schaden auf die Mobs. Ouch. It bit me. Halb so schlimm, du lebst noch. Brauche ich eigentlich gar keinen, wollte ich gerade sagen. Brauche ich keinen Halt dann drücken, weil sie lebt ja. Immer noch, also von daher. What the hell was that? Oh, my arm! Fast, children. Put a pressure patch on his arm. We need to bring him to the village and treat his wound. Uncle, one of these things bit me. That looks bad as well. Let's not waste time. Back in the present. Also wir haben es immer in der Vergangenheit gerade gespielt und na ging mal. Wie schon gesagt, mir gefällt das Spiel bisher sehr, sehr gut. Was ich jetzt hier zu sehen bekommen habe, vor allem eine riesige Spielwelt, die man erkunden kann in den verschiedenen Städten. Und ja, wenn man schon so eine große Karte hat, können die Quests, die man hier findet, schon außerordentlich groß sein oder groß ausfallen. Und dadurch finde ich das einfach nur absoluter Wahnsinn, was drei Leute machen können an einem Spiel. Das ist der Hammer. Und es spielt sich auch recht schön. So, wir können hier mal eben gucken. Wir haben nämlich einen neuen so laut auf einmal. Wir haben jetzt hier einmal einen Barden bekommen. I appreciate what you've done for our kind. If you don't mind, I'd like to join your group. And don't worry, I can carry my weight. Oh, and if you ever go down to Eldren's Gorge, then take me with you. I got open business to settle. Und vor allem ist doch kein Elf, das ist ein Halbling. Und sogar ein Assassin. Ich habe gedacht, das ist ein Barde. Ja, und dann haben wir halt jetzt hier so ein bisschen, weiß ich nicht, Wetter. Wahrscheinlich zum Kochen oder sowas, kann ich mir vorstellen. Also Alchemie können Potions herstellen. Nice. Sehr gut. Aber wie gesagt, hier diese Spielwelt, die ja absolut sind so schön groß. Haufen Quests. Also da verlierst du wieder ein bisschen Zeit. So, ich würde sagen, 30 Minuten sind gleich um. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen hier an dieser Stelle bei meinem ersten Video in diesem Jahr. Und ich werde auf jeden Fall wieder was machen. Dauert bloß noch einen kleinen Moment. Ich da nicht mehr Zeit, würde ich jetzt nicht sagen. Aber dass ich halt meiner Spielsucht den Lauf gelassen habe. Nee, yeah, ist doch nicht richtig. Was rede ich denn für Mist? Dieser Mann. So, okay, jetzt passt. Was ich sagen wollte, ich will einfach bloß momentan die Steam-Liste bei mir ein bisschen abarbeiten, wo ich wirklich mir so denke, ich wusste wahrscheinlich eh nie Let's Playen und wenn, dann muss ich mir da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und mir macht es eh momentan Spaß mehr, die Spiele momentan zu spielen, ohne irgendwas großartig aufnehmen zu müssen, weil ich, das ist dann wie so eine Art Zwang. Und das mag ich nicht. Deswegen werde ich jetzt
dieses Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Also natürlich mit der Voraussetzung, es wird gut angenommen von euch, dass ich hier vielleicht nochmal was aufnehmen soll, was ich dann vielleicht auch tun werde. Sicherheit. Und ja. Load Autos. Team Option Next. Ich glaube, das lässt sich noch gar nicht speichern, merke ich gerade. File. Continue. Load Autosave. Das. Stimmt. Okay. Option. So, ein bisschen leiser. Also es lässt sich auf jeden Fall momentan noch nicht speichern, weil es halt, kann ich mir vorstellen, auch noch nicht freigegeben ist, dass man hier einfach nicht vorausspielt. Also mir hat es gefallen. Ich werde, wenn es rauskommt, dadurch, dass mir die Entwickler ja schon ein Key zugesendet haben, bedanke ich mich nochmal sehr herzlich dafür, dass ich diesen bekommen habe. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg an weiteren Spielen, natürlich auch an diesem Spiel, falls ihr da noch wirklich Karte irgendwie erweitert. Das ist der absolute Wahnsinn, meines Erachtens nach. Ich bedanke mich, wie gesagt, noch einmal, dass ihr mir diesen Steam Key zugesendet habt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wenn es raus ist, komplett, werde ich es auf jeden Fall weiterspielen. Und natürlich auch, wenn die Zuschauer mehr sehen möchten, werde ich das aufnehmen. Kein Problem. So, Schlusswort. Damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.